Unser kleiner Reiser hat ein Problem. Offensichtlich kommt kein Strom von der Lichtmaschine. Der Motor läuft nur über die Batterie. Heute bekommt unser guter alter Golf 1, ein wunderhübsches Exemplar, einen neuen Regler an der Lichtmaschine. Wir werden hierzu die Lichtmaschine ausbauen, dann können wir sie besser begutachten und auch reinigen. Die Lichtmaschine sitzt gut zugänglich hier vorne rechts am Motor. Allerdings ist es trotzdem günstiger, wenn man von unten arbeiten kann. Grundsätzlich gilt bei allen Arbeiten an der Elektrik erstmal die Batterie abklemmen. Die Lichtmaschine ist mit einer einfachen Steckverbindung hier angeschlossen. Abziehen. Der Keilriemen ist noch relativ neu. Er wird wiederverwendet. Ich markiere die Laufrichtung. Zuerst wird die obere Halterung der Lichtmaschine gelöst. Dies ist nun die Spannschraube. Und der Riemen kann abgenommen werden. So, der obere Haltebolzen wird nun gelöst. Die Mutter vom oberen Haltebolzen. So. So, nun kann ich den Haltebolzen oben entnehmen. Und die Lichtmaschine ist aus dem Fahrzeug. Habt ihr auch gesehen, wie einfach das ging? Zwei Schrauben und man hat die ganze Lichtmaschine. Bei manchem modernen Auto dauert sowas Stunden. Der Regler sitzt gut zugänglich hier auf der Lichtmaschine. Im Notfall hätte man ihn auch bei eingebauter Lichtmaschine demontieren können. Aber nun kann ich die Kontakte gut reinigen und viel besser arbeiten. Der Regler wird an diesen zwei Schrauben demontiert. Vorsichtig und mit passendem Schraubenzieher lösen. Die Schrauben können verdammt fest sitzen. Den Regler gut drücken. Dann nun die Kohlenfedern. Die Schrauben entnehmen. Und der Regler wird jetzt vorsichtig so schräg entnommen, sonst brechen die Kohlen ab. Ein bisschen Kontaktspray auf die Laufbahn am Anker. Immer schön drehen und abreiben. Und unser Reinigungserfolg. Weiterhin ist es wichtig, diesen Kontakt gut zu reinigen und die Feder ein bisschen nachzubiegen, damit ein guter Kontakt gewährleistet wird. Der Kontakt ist nun wieder schön glatt. Ein bisschen besser sieht der neue Regler schon aus. So. Der Regler wird so schräg eingeführt. Vorsichtig. Keine Gewalt, zum Sprechen leicht mal die Kohlen ab. Auf die Schraubenlöcher setzen. Die Schrauben einfädeln. Und die Schrauben mit vernünftigem Drehmoment und Gefühl anziehen. Wenn die Maschine schon mal ausgebaut ist, können wir auch gleich die Anschlusskontakte reinigen. Die Steckverbindung. Die Lichtmaschine wieder in die obere Halterung einfädeln und durch den Bolzen fixieren. Die Klemmschraube unten einsetzen. Wir legen den Riemen auf die große Scheibe, 19er Schlüssel auf die Kurbelwelle und kurz drehen und drauf. So, zum Einstellen der Riemenspannung nehmen wir einen Montierhebel, die Stellschraube festziehen, Spannung kontrollieren,
und mit dem richtigen Schwung anziehen. Nach der Stellschraube unten ziehen wir die Lagerung oben an. Der Stecker aufstecken und mit der Klammer sichern. So, sieht doch schon ganz hübsch aus. Nachdem die Lichtmaschine angeschlossen ist, kann natürlich die Batterie wieder dran. Zur Überprüfung der Lichtmaschinenfunktion schließen wir ein Voltmeter an. Ohne besondere Verbraucher haben wir eine Spannung von fast 14 Volt. Mit eingeschalteten Verbrauchern fällt sie auf 13,5 ab. Mit der Gleichstrom-Messzange können wir auch den Ladestrom der Batterie direkt messen. Ohne besondere Verbraucher haben wir ungefähr 11 Ampere. Mit Verbrauchern steigt die Leistung der Lichtmaschine auf 30 Ampere an. Sehr gut. Mit dem Oszilloskop können wir final die Funktion der Lichtmaschine überprüfen. Unser Oszilloskopenbild zeigt einen einwandfreien Gleichstrom, also sind alle Dioden in Ordnung. Unserem kleinen Weißen geht es wieder gut. Ich bin dann mal weg. Tschüss und vergiss nicht, unseren nächsten Film anzuschauen. Bye bye.